Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Horror-Gameplay Home Sweet Home. Und hiermit los geht's. Hallo, Tim. Ah, Jenna, nee, du, ne? Tim, du, ne? โทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะเดี๋ยวเหรอเต็มไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากอ่ะแต่นี่มันส่งการนะที่ยังจะทำงานอยู่อีกเหรอเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะ เมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็กกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิ ไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่ สงสัยจะได้เลิกสักทีละ อย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นตำแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะ ถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วย โอ้ยไม่เอาหรอกเจนเกรงใจอ่ะ เพื่อนๆกันมีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยงั้นเดี๋ยวไปคุยกันใหม่แล้วกันนะ ขอบคุณนะดิวบายค่ะ บาย ครับ มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะปีนี้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะ Ich weiß gar nicht, ob die Szene vorbei ist und ob ich schon reden kann. Ich will da jetzt nicht dazwischen reden, falls was kommt. Ich kann auch aktuell gar nichts machen, außer mich nur umsehen. Stabiler Hintern. What the fuck? Ich verleihe. Und ich heile. Ich liebe die Musik in diesen Games. Warum sieht man in Spielen nie sein eigenes Gesicht? Oder überhaupt irgendwas? Ja, Leute, und hiermit herzlich willkommen zu Home Sweet Home. Jamblay, auf jeden Fall, Digga. Die, die Home Sweet Home Teil 1 schon gespielt haben, wissen, wer Jane ist. Jane war bei Home Sweet Home Teil 1 unsere Freundin, die wir gesucht haben. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, falls das manche noch zocken wollen. Ich bin jetzt Tim. Mit Tim hat Jane vorhin telefoniert. Und er konnte wegen irgendwas nicht, oder er hat sich nicht gemeldet, glaube ich. Irgendwas war da. Und an dieses Zimmer erinnere ich mich auch von Teil 1 noch. Okay, dann gehen wir mal raus. Ja, so mache ich auch immer die Tür auf. Sehen wir uns selbst? Na, natürlich nicht, Digga.
Kann doch nicht sein. Okay, hier kann ich nicht hin. Ich kann hier auch nichts Besonderes machen. Okay. Jetzt wird's ruhig. Genau, das hasse ich bei Horrorspielen. Alles klar, sollen wir ein Profil von Tim erstellen? Der hat hart gesoffen. Hat den übelsten Kater. Was ist gesperrt? Was ist da unten? Kann ich mich docken? Janes Tagebuch. Tja, könnte ich... Das ist wohl Thai, kann das sein? Thailändisch? Okay, da steht wohl. Das ist das Telefon hier oben. Ne, hier war kein Telefon, das ist unten. Gehen wir mal runter. Ich habe auch überhaupt nicht mitbekommen, dass es schon einen zweiten Teil rausgab. Bitte können wir das. Alles klar, jetzt können wir uns Sachen anschauen. Das ging beim ersten Teil zum Beispiel, glaube ich, nicht. Aber ich könnte mich irren. Das ist auch schon eine Weile her. Kann ich diesen verfickten Fernseher ausschalten? Anscheinend nicht. Habe ich das gerade mitgenommen? Habe ich ein Inventar? Irgendwas, Bruder? Gib mir irgendwas. Das kann ich nicht öffnen. Das habe ich doch gerade aufgestellt, oder nicht? Hey Tim, คนที่ทํางานเค้าเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยกูเองก็เป็นห่วงเฮ้ยมึงก็เตือนให้มันน้อยๆลงหน่อยดิวะร่างกายมันจะไม่ไหวเอาถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดกูอยากให้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆว่ะทุกคนเค้ารอมึงอยู่นะ Also nach den ganzen Gesprächen Folge habe ich rede mich jetzt mal als wäre ich Tim. Habe ich Probleme und die ertränke ich mit Alkohol. Dicker. Bruder, wie viel kannst du saufen? Und ich weiß nicht. Also das ist ja das gleiche Haus, wo Jane gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt die... Das war ein Traum. Das heißt, es ist lange her. Also Jane ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ah, verstehe. Wieso kann ich immer diese Flaschen... Ah, Bruder, dein Ernst? Nein, Digga. Ja, ja, jetzt geht's dir besser auf jeden Fall. Nach der 85. Flasche. Wegen Schuhe. Tim, du bist ein Vollidiot. Daily Report. Nichts, was ich hier gebrauchen kann, auf jeden Fall bis jetzt. Du, der gerade angerufen hat, ist wahrscheinlich unser Arbeitskollege. Der hat auch vorhin mit Jane telefoniert. Dieses Bild da drüben will mich ficken. Oh, ihr blöden Spielehersteller. Ich weiß, ihr wollt mich ficken, wenn ich das wieder aufstelle, oder? Ich kann wahrscheinlich nicht raus. Nein, ich kann nicht raus. Ihr seid solche Wichser. Du dummes Bild, du bleibst jetzt da. Der Fernseher ist aus.
die Hunde. Ich habe Angst, dass gleich was passiert. Okay, ich war hier unten, überall außer da drüben. Ja, da gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht rein. Das Bild ist wahrscheinlich wieder unten. Ich werde es auf jeden Fall. Es ist nicht unten. Okay, Scheiß. Ich werde es nicht nochmal aufstellen. Okay, soweit ich weiß, habe ich unten alles durchsucht. Das hier ist immer noch gesperrt. Hier. Yeah. Muss einen Schlüssel finden. Wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Alles klar. Kann ich mir das nehmen, oder? Description. An empty box that used to store the knife. Da fehlt ein Messer. Da irgendwas, was ich brauchen könnte? Nein. Ja, Digga. Wow. Du hast den übelsten Kater auf der Welt. Da ist der Schlüssel, okay. Weiß zwar nicht, wer sowas zeichnen würde einfach. Und drauf den Schlüssel machen malen würde. Das ergibt mal ungefähr keinen Sinn. Kann ich rennen? Nein, ich kann nicht rennen. Ring, rechts, klick irgendwas, nein. Ich bin ein bisschen getriggert, Leute. Und zwar erinnert mich das alles hier an Teil 1. Deswegen bin ich gerade kurz unsicher gewesen, ob ich überhaupt... Hier ist doch der Schlüssel oder nicht. Bin ich blöd? Ich hab's doch. Hier sollte doch der Schlüssel sein. Ah, da. Deswegen bin ich gerade ein bisschen getriggert, weil es so ähnlich ist. Aber es ist Teil 2, also ich habe es nochmal kurz geschaut, weil ich mir nicht sicher war wieder. Okay, wir gehen wieder hoch. Wir haben den Schlüssel für dieses verschlossene Zimmer. Also die Teil 1 schon gespielt haben, werden mir auf jeden Fall sicherlich zustimmen, dass hier auch die Abfolge echt ähnlich ist. War da was? Nein. Das öffnen? Note. Finde Jane. Alter, ich bin hart getriggert. Das war doch schon bei Teil 1. So. Vielleicht hätte ich Teil 1 durchzocken sollen. Ich habe Teil 1 nicht durchgezockt. Oh Gott, what the fuck? Alles klar, das ist schon mal anders als Teil 1. Okay, jetzt kann ich auch rennen. Wir müssen aus dem Wald hier rauskommen. Natürlich ist da auch eine Taschenlampe, weil in welchem Horrorspiel gibt es denn keine Taschenlampe? Hallo? So, habe ich irgendwie eine Batterie oder sowas? Oder ist es scheißegal? Ah, das ist eine ewig haltende Taschenlampe. Nice. Mhm. Hey! Hier ist ein Donnerleimauer.
Oh Mann, die Tussi von Teil 1, die jagt jetzt Tiere, oder wie? Oh Gott im Himmel, Digga. Du Hurensohn. Wir gehen natürlich dem Viech hinterher. Immer der Gefahr hinterher, Leute. Wer ist da? Hallo? Hilfe! Oh, verfickte, das war die Tussi. Oh nein. Moment. Das ist der richtige Weg? Weil ich will wissen, was da hinten war. Wir gehen nochmal zurück. Ist da ein Radio? Welcome to home. Ja, du mich auch. Okay. Das sieht aus wie Jane. Die hat sie auch zerfetzt. Alter, jetzt läuft die Tussi nicht nur mit einem Messer rum, sondern also normalerweise war ja Teil 1 in der Schule. Jetzt ist es im Wald, Alter. Ich weiß nicht, was mir lieber ist, ehrlich gesagt. Wo ist sie? Wo dahin? Brücke ist kaputt, natürlich. Was auch sonst? Kann ich springen? Nein, ich kann nicht. Und da hinten ist sie auch. Und oh, was mache ich hier? Cut the tree. Muss irgendwas finden, um das zu schneiden. Okay. Gibt's hier irgendwas? Liegt hier irgendwo ein Messer oder so? Na gut, was will ich mit einem Messer? Alter, ich brauche eine Axt. Liegt irgendwo auf den Baumstämmen hier eine Axt oder so? Hier drin vielleicht, nein. Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Hier rüber kann ich nicht. Oh, meine Fresse. Oh, da. Okay, das kriege ich wahrscheinlich runter mit dem Bambus. Doktor. Yeah. Oh Mann, du. What the fuck, Alter? Oh, Vollmond. Super. Geil. Ach so, Missgeburt. Alles klar. Easy. Mein. Wer hat gemeint, dass Baumfällen bitte schwer sein soll? Ist hier unten? Okay, da geht's weit runter. Ah, jetzt fängt die gleiche Scheiße an wie bei Teil 1 mit diesem Scheiß Kerzen und alles. Hm. Von Weißer, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall, Digi. Der Meinung bin ich auch. Ach so, das ist zum Speichern. Stabil. What the fuck, alles klar. Alles klar. Wieder weg, Digga. Verpiss dich. Kann ich mich umbringen? Das wäre nämlich eine Option, die ich in Erwägung ziehen würde in dieser Situation. Oh mein Gott, Alter. Hasse euch. Hallo? Ist da jemand? Oh Gott, da wurde irgendwas. Oh je. Das sind Seile bei uns. Ja, was, wo, was, wie, wann? Rechts oder links? Rechts, links, rechts. Warte, ich bin hier links, rechts. What? Hallo? 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 Was? Alter, hat da so ein Viech gerade auf mich gekackt? Und? Dieser Hurensohn. Der kackt mir einfach in die Fresse. Digga, schmier dich mal die Scheiße aus der Fresse. Kann ich das nicht wegmachen? Nein. Was zur Hölle ist das? Alter, was bist du? Hier geht's doch gar nicht mehr um die Tussi, die mit einem Messer rumläuft, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh Mann, hier gibt's so viele Wege. Ich weiß gar nicht, ob... Oh mein Gott, du Hundesohn. Pick deine Mutter. Oh mein Gott. Ich hab Gänsehaut. Ich hab überall Gänsehaut, Alter. Oh, du Missgeburt von dummes Kackvieh. Pickfehler. Ja, was ich sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob die anderen Wege. Ich meine, es gab ja jetzt zwei Wege. Ich bin in den rechten Weg gegangen. Wird der linke Weg woanders hin oder habe ich da irgendwas verpasst? Scheiß Fehlgeburt von Viech, Alter. Sieht aus, als würde es hier nicht weitergehen, oder? Na doch. Geht hier weiter. Scheiße, ich wollte aber... Ich kann nicht zurück, gell? Jetzt weiß ich nicht, was auf dem anderen Weg war. Was ist eigentlich das für ein scheiß Wald? Das ist bestimmt dieser Wald in Japan. Das ist auch in Japan, oder? Dieser Selbstmordwald. Wie hieß denn dieser Wald nochmal? Okay, da, okay. Ja, ja. Mhm. Oh nein, Digga, bitte wach nicht auf, wenn ich dich... Hallo, Bruder? Lebst du noch? Bruder. Der ist, sieht für mich tot aus. Also irgendwie dieses Viech, was ganz da drum fliegt, saugt denen doch das ganze Blut aus und alles. Und die ganze Seele. Das ist für mich, ich glaube, das ist dieser Selbstmordwald in Japan. Falls er in Japan ist.
Doch, ich glaube, das soll der sein. Bei den ganzen Toten hier. Also gut, ich glaube, ich muss da lang. Ja. Alles klar. Falsch gedacht, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ah ja, ich muss hier lang, okay. Jetzt mal nochmal. Wo kommen die ganzen. Okay. Das ist safe ein Traum. Von dem schon wieder. Und ich wach wieder zu Hause in einem Bett auf. Und was wetten wir? Alter, wenn das jetzt wahr ist. Falsch gedacht. Kein Bett. Wieso hat es jetzt geladen? Kann ich das blicken? Mhm, alles klar. Okay, Leute, eigentlich wollte ich nur eine Folge rausbringen, aber ich glaube, das wird eine Doppelfolge, weil ich nicht aus dem Wald rauskomme und ich will eigentlich nicht hier aufhören. Da hinten ist eine Hütte. Oder irgendwas. Kann ich die mitnehmen? Will ich nicht. Oh ja, ich habe meine Taschenlampe ganz vergessen. Mann, dieses Gelaber im Hintergrund geht mir aber auch auf den Sack, Alter. So. Alles klar, dieses Vieh von Fehlgeburt fliegt ja die ganze Zeit rum und killt alles, was es findet. Nur weiß ich nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich dachte eigentlich, das ist safe ein Traum. Gibt's hier irgendwas? Nein. Ja, schönen guten Tag. Jemand zu Hause? Da ist ein bisschen Blut auf dem Boden. Ach, fuck you. Das ist natürlich abgeschlossen jetzt, gell? Was auch sonst. Wisst ihr, was ich an Horrorspielen hasse? Was ist das da? Garland. Okay. Was ich hasse an Horrorspielen ist einfach, dass diese Leute, die da jetzt in dieser Situation sind. Kann ich das drehen? Ja, was auch immer. Die Leute, die in dieser Situation sind, sich einfach nicht irgendwie so einen Besen mitnehmen oder sowas. Meine nur, wenn man das realistisch machen würde, würde das sicher jeder machen. Oder sich umbringen. Eins von beiden natürlich. Dachte gerade, das ist ein Vieh, Alter. Ich dachte gerade, das ist ein Tier. Überall hängen diese. Diese Dinger. Noch ein Bild. Ich glaube, wenn wir das Bild zusammen haben, dann kommt wahrscheinlich was Neues. Ich hoffe, ich habe kein Bild auf dem Weg verpasst, denn ich habe den Weg nach rechts genommen vorhin. Und den nach links habe ich einfach gelassen. Wenn ich hier durchgucken kann, dann... Oh nein, Digga, ich will da nicht durchgucken. ดูอย่างน้องแกสิไหนหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นแหละที่อีหนูย่ออีกหน่อยเออดีเห็นไหมดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆหนูเอ้ยเองอย่าลืมยาได้ได้ดีแล้วเอายา